Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24 zur aktuellen Wochensendung. Mein Name ist Katja Hubert und ich begleite Sie durch unser Programm. Ostern liegt schon wieder hinter uns und was hatten wir doch für ein Glück mit dem Wetter. Diese Woche scheint noch einmal unbeständiger zu sein und Regenwolken ziehen durch das Land. Aber kein Wunder, wir stecken ja mitten im April. Also machen Sie es sich gemütlich und schauen Sie unsere heutigen Beiträge. Was gibt es für Highlights im April? Meine Kollegin Lena Konrad verrät es Ihnen. Und auch Highlights gibt es in den Kinos. Stefan Thomas berichtet über ein breites Angebot aus der Extra-Kinowelt Schwarzheide. Außerdem bringen wir Ihnen den Frühling ganz nah. Tipps für den Garten und die passende Musik dazu, das alles sehen Sie nach den aktuellen Nachrichten aus der Region. Und jetzt noch einmal unser Programm in der Übersicht. Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 11. April 2023. Vor einer Veränderung steht die Kita Spatzennest in Großregen. Mit Beginn des neuen Kita-Jahres am 1. August wird die Einrichtung von der AWO-Kita zum städtischen Kindergarten. Bürgermeister Thomas Zenker bedankte sich bei der AWO für 25 gute gemeinsame Jahre. Laut Regionalverbandsleiter Wolfgang Lublo ist das Haus heute die einzige AWO-Kita in Großregen und dadurch eine organisatorische Herausforderung. Deshalb gäbe es jetzt den Übergang. Für Eltern und Kinder solle er nahtlos erfolgen, schreibt die Stadt. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen in der Einrichtung bleiben und die Kinder bleiben in den gewohnten Gruppenstrukturen bei ihren ErzieherInnen. 35 Mal herzlich willkommen heißt es seit kurzem im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Dafür hat auch Landrat Sigurd Heinze am 6. April mit angepackt. 9 Kreisstraßen, 21 Landesstraßen und 5 Bundesstraßen führen über die Kreisgrenze nach Oberspreewald-Lausitz. An diesen Punkten werden Gäste und Einheimische ab sofort mit 35 Begrüßungsschildern willkommen geheißen. Das erste Exemplar wurde am 6. April an der Straße von Großkoschen in Richtung Tetschwitz aufgestellt. Dafür griff auch Landrat Sigurd Heinze zum Schraubenschlüssel. Die Schilder würden eine freundliche Atmosphäre schaffen, die dazu beitragen können, dass sich Besucher und Gäste wohlfühlen, so Heinze. Ausgangspunkt für das Projekt war die Anregung eines Bürgers. Gestaltet wurden die Tafeln in den Hauptfarben des Landkreisdesigns. Sie zeigen neben geschwungenen Elementen unter anderem auch den Schriftzug "Hier bewegt sich was". Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf ca. 22.600 Euro. Für die geplante Sanierung des Kreisverkehrs im Ortrander Ortsteil Burgersdorf gibt es einen neuen Starttermin. Demnach beginnen die Arbeiten erst, wenn die Maßnahmen in der Elsterwerda und der Bahnhofstraße beendet sind und beide freigegeben wurden. Laut Ortrands Amtsdirektor Nico Gebel gäbe es dazu Abstimmungen mit dem Leiter des Landesbetriebs Straßenwesen Region Süd, Steffen Kleiner. Die Elsterwerda und die Bahnhofstraße am Markt sollen spätestens Mitte Mai fertiggestellt werden. Sollte es zu ungeplanten Verzögerungen kommen, werde die Stadt darüber informieren. Gleichzeitig bedankt sich Nico Gebel für das Verständnis der Anwohner und der Gewerbetreibenden. Ostertradition in Lauchhammer. Dort wie in vielen anderen Gemeinden auch brannten am vergangenen Donnerstag die Osterfeuer. Der Reigen der vielen Osterfeuer in der Region hat in Lauchhammer im Ortsteil Kleinleipisch begonnen. Dort loderten bereits am grünen Donnerstag die Flammen. Nach vielen Jahrzehnten hatte der 2001 gegründete Jugendclub im Jahr 2003 wieder zum Osterfeuer, damals noch nach Lauchhammer Nord eingeladen. Unterdessen gehört es im Dorf zu einem echten Veranstaltungshöhepunkt neben der alljährlichen Sportwoche. Viele Gäste schätzen das Rahmenprogramm für die gesamte Familie.
Das Naturparkdörfchen Grüne Walde blickte am Samstag auf eine 30-jährige Osterfeuertradition. Bis 2006 organisierte es der damalige Jugendclub. Später war eine Eventagentur verantwortlich und nun ist die neu gegründete Dorfjugend wieder mit im Boot. Im kommenden Jahr soll dann der traditionelle Brauch im Naturparkdörfchen wieder von der Jugend übernommen werden. Kleine und mittelständische Unternehmen mit maximal 250 Beschäftigten können seit diesem Dienstag Härtefallhilfen für gestiegene Energiekosten beantragen. Umgesetzt wird das Programm von der Investitionsbank des Landes Brandenburg, kurz ILB. Die Unterstützung wird bis Ende 2023 gewährt. Anträge können Firmen stellen, bei denen sich Energiekosten im Vergleich zum Jahr 2021 mindestens verdreifacht haben. Die benötigten Unterlagen stehen auf der Internetseite der ILB. Außerdem können Beratungstermine vereinbart werden, bestätigt die Bank auf unsere Nachfrage. Für die Härtefallhilfen stehen insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld kommt aus dem Bundeshaushalt. Und damit zu den Kurzmeldungen. Besuche bei Haus- und Fachärzten sind ab sofort ohne FFP2-Masken möglich. Davon Gebrauch macht auch das Sana Gesundheitszentrum Niederlausitz mit seinen Praxen unter anderem in Ottrand, Tettau, Schipkau, Schwarzheide und Lauchhammer, so Geschäftsführer Björn Henschel. Niedergelassene Ärzte in anderen Praxen können jedoch ihr Hausrecht ausüben und eine Maskenpflicht festlegen, bestätigt die Kassenärztliche Vereinigung auf Nachfrage von Seenluft24. Auf Einladung der Kirchengemeinde Fernheim in Paraguay hat die Reisedelegation aus Peikwitz an einem Ostergottesdienst teilgenommen. Kirchenvorstand Ronald Unruh hat die Besucher aus Peikwitz vorgestellt. Das Osterfest ist den deutschstämmigen Mennoniten das wichtigste christliche Fest. Auf dem weiteren Programm stehen jetzt unter anderem Besichtigungen bei der Kooperative Fernheim sowie in sozialen Einrichtungen. Das Senftenberger Theater versteigert Objekte aus der Ausstellung Wurzeln der ukrainischen Künstlerin Maria Krutucholowa. Verwendet werden die Einnahmen für die Unterstützung von Theaterschaffenden in der Ukraine. Gebote nimmt das Theater bis zum 20.05. exakt um Mitternacht per E-Mail entgegen. Weitere Details zur Auktion finden Sie auf der Internetseite des Theaters. Das Ganztagsangebot für die Brandenburger Schulkinder kann in den kommenden Jahren erweitert werden. Dazu hat die Landesregierung einem entsprechenden Bund-Länder-Entwurf zugestimmt. Damit könne Jugend- und Bildungsministerin Britta Ernst die Vereinbarung unterzeichnen, so das Ministerium. Das Papier sichert Investitionen ab für den vom 1. August 2026 an geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Bundesweit stehen dafür mehr als 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Auf Brandenburg entfallen rund 83 Millionen Euro plus Eigenanteil von 30%. Vorgesehen sind die Gelder unter anderem für den Neu- und Umbau oder für Erweiterungen im Grundschulbereich. Und damit zu den Polizeimeldungen. Unbelehrbar war offensichtlich ein Autofahrer Ostersonntag in Senftenberg. Der Mann wurde gegen 0.30 Uhr kontrolliert und verweigerte einen Atemalkoholtest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe angeordnet. Kurze Zeit später stoppten ihn Beamte erneut in seinem Pkw. Nach der zweiten Blutprobe musste der Mann dann seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Und in der Nähe von Lindenau musste an diesem Dienstag gegen 1 Uhr ein Autofahrer einem Wildtier ausweichen. Der 22-Jährige verlor kurz die Gewalt über sein Auto und kam auf einem Feld zum Stehen. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Das waren die Meldungen und jetzt schauen wir noch auf das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Mittwoch wird mild mit 2 bis 14 Grad, einem freien Himmel am Vormittag und einigen Wolken am Nachmittag mit vereinzelten Schauern gegen Abend. Am Donnerstag bleibt es warm bei 8 bis 11 Grad mit einem ganztagsbedeckten Himmel und einer hohen Niederschlagswahrscheinlichkeit. Der Freitag verhält sich ähnlich mit 5 bis 10 Grad bei einem überwiegend bewölkten Himmel und Regen über den Tag verteilt. Jetzt knallt's bei Damen- und Herrenmode Paulix in Ruhland. Wir räumen aus und geben auf den Sonderpreisen nochmals 50% Rabatt. Jeans, Kleider, Jacken. Wir haben alle Markenwaren radikal reduziert. Vorbeischauen, anprobieren, mitnehmen und freuen. Bei Paulix Damen- und Herrenmoden in der Dresdner Straße 4 in Ruhland.
Hey, ich bin's Arthur und ich mache bei Seenluft24 eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Und solche Aufnahmen mit dem Handy, die kann ja nun wirklich jeder machen. Wollt ihr aber lieber solche Aufnahmen machen, dann schaut euch jetzt meinen Alltag an. Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung bei Seenluft24 als Mediengestalter Bild und Ton. Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Ob kulinarische Entdeckertour oder hoch hinaus im Helikopter. Im April gibt es noch viel zu erleben, wenn man weiß, wo und wann. Meine Kollegin Lena Konrad hat für Sie die Highlights zusammengefasst in unserer neuen Ausgabe von Artpop. Herzlich willkommen zu Artpop, liebe ZuschauerInnen. In Zeiten von Repressionen und in Diktaturen müssen sich KünstlerInnen ihr Gehör verschaffen. Sie finden Wege, trotzdem offen zu sprechen und die Politik und bestimmte gesellschaftliche Phänomene zu kritisieren. Wie zum Beispiel der DDR Heiner Müller antike Stoffe genommen hat und dadurch sich ausdrücken konnte. Ganz bekannt ist ja die Hamlet-Maschine. In Zeiten des Krieges, wie jetzt in der Ukraine, scheint Theater noch wichtiger zu werden, immer wichtiger. Und es wird sehr viel gespielt in Lviv. Ein Theatermacher aus Lviv, Andriy Bondarenko, hat jetzt ein Auftragswerk für die neue Bühne Senftenberg geschrieben. Es heißt, was man im Dunkeln hört und erzählt von den Menschen und ihrem Alltag, der manchmal ganz normal ist und dann eben wieder nicht. Ein normales Leben unter unnormalen Bedingungen. Und ganz humorvoll und berührend erzählt das die neue Bühne Senftenberg in der Regie von Elina Finkel. Und wir haben die Location für euch gecheckt und zeigen euch exklusiv Einblicke. Viel Spaß! Ihr habt ja jetzt ein paar Bilder und Aufzeichnungen gesehen aus dem Stück, was man im Dunkeln hört. Und wir haben jetzt das große Glück, dass wir gleich zwei Interviewpartnerinnen bei uns haben, und zwar Viktoria Nemerischene und Elina Finkel, die Regisseurin und die Maskenbildnerin. Voll schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Zuallererst, Viktoria, du machst ja das Make-up und Styling. Was war so das Konzept? Für diese Vorstellung, meinst du? Okay, einen Moment. Das war sehr wichtig, zeigen, das ist nicht total schöne Make-up, weil Leute in der Ukraine, ich denke,
jetzt nicht viel Zeit für Make-up haben oder Hairstyle, aber trotzdem, wenn das geht zum Special Abend oder etwas, zum Beispiel Julias Rolle, ja, sie braucht schöne Frisur, als sie ist eine Braut und ja, ich finde, das ist alles so natural, aber ein bisschen schön, ja. Sehr schön. Und wir sitzen ja jetzt hier gerade auch im Bühnenbild. Man sieht auch die ganzen Jacken im Hintergrund. Was war, ja, wie seid ihr da so rangegangen an den Abend? Ja, also was die Bühne angeht, wir wollten es möglichst sozusagen roh lassen. Wir wollten jetzt keine Realität von Wohnungen oder von Inneneinrichtungen zeigen. Also nicht naturalistisch behaupten, dass wir jetzt in der Ukraine sind, sondern wir wollten eine Übertragung finden. Und deswegen haben wir etwas benutzt, was es schon gibt, so ganz Standardgerüste, die es im Theater gibt, und haben daraus so eine Art Hochhaus gebaut, wo die Menschen hausen und warten. Und was die Jacken im Hintergrund angeht, das ist daraus entstanden, dass es kalt ist, dass man sich schützen muss einerseits, und andererseits, als der Krieg angefangen hat, war ich in Berlin am Hauptbahnhof und habe da immer mal wieder ausgeholfen. Und es kamen ja wirklich Zehntausende Flüchtende. Und mir ist auch gefallen, dass da ein Meer von Daunenmänteln und Daunenjacken in verschiedenen Farben ist. Und das wollten wir auch zitieren. Und für die Schauspielerinnen und Schauspieler ist es ja auch toll, dann diese Jacken anzuziehen und dann Sprachrohr zu sein. Also zwar in die Situationen einzusteigen, aber eben durch die Übersetzungen, die auch live zu hören sind von den ukrainischen Schauspielerinnen, ist es immer klar, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen Sprachrohr sind. Und das finde ich auch sehr interessant. Andriy Bondarenko hat das ja extra geschrieben, dieses tolle Stück. Er war ja auch da zur Premiere. Was hat er denn so gesagt? Ja, also wir haben uns sehr gefreut, dass er da war. Und ja, er war wirklich sehr glücklich und hat das sehr gut gefunden, dass wir es geschafft haben, die Komödie inmitten der Tragödie herauszuarbeiten. Das war ihm sehr, sehr, sehr wichtig, weil er sagt, so leben die Menschen dort. Sie lassen den Kopf nicht hängen, sie trotzen den Widerständen, sie gehen mit großem Humor und Lebenshunger und Lebenswillen daran, oder? Ja, ich denke auch, er hat gesagt, dass er ist sehr, sehr glücklich, dass deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen zeigen so super Emotions und alles, was passiert. Und ja, er hat gesagt, dass vielleicht das ist das beste Stück, das er hat gemacht. Und ja, und das, dass sie zeigen alles, was ist inside hier. In ihnen, ja. Ja, also es gab ja auch Rückmeldungen im Publikum. Eine Frau aus Mariupol kam auf mich zu und meinte, ja, danke, das ist genau so, ist das. Gab es da auch noch andere Rückmeldungen, die du gehört hast? Ich denke, dass alle ukrainischen Leute denken so, weil das war so, alle richtigen Dinge mit dieser, meine Kollegin waren alle überrascht, dass ist das, war diese Orgie in der Ukraine? Ja, das ist lustig, weil das ist ein bisschen hysterischer, ich denke, aber das war so und alles mit Licht, ja, Leute haben alle diese Dinge, was gibt es in diesem Stück? Vielen Dank an euch beide. Und wir schauen jetzt, welche Veranstaltungen es noch so gibt. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Der eine oder die andere wird darauf antworten, ach, ich habe so wenig Zeit, ich arbeite so viel, mir fehlt die Ruhe dazu. In dem Buch »Das Beste, was wir tun können, ist nichts« bespricht Autor Björn Kern genau diese Problematik. Es ist Anleitung und Aufruf zugleich. Am Welttag des Buches, am 23. April, kommt Björn Kern nach Forst, ans Brandenburgische Textilmuseum an der Gründer- und Traumfabrik. Und dabei könnt ihr das im Buch Besprochene gleich mal üben und euch Zeit nehmen, die Maschinen anzusehen, die dort ausgestellt werden. Zum Beispiel die Rundkordel-Flechtmaschine in Aktion. Der Eintritt ist frei. Einer der größten Träume der Menschheit ist es, fliegen zu können. Träumst du vielleicht schon lange davon, einmal selbst zu fliegen? Vielleicht mit einem Hubschrauber?
Spätestens bei dieser Möglichkeit werden noch unbewusste Wünsche erweckt. Am 6. Mai im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr könnt ihr am Flugplatz Cottbus-Neuhausen mit einer Robinson 44 fliegen und dabei das schöne Lausitzer Seenland von oben betrachten. Es gibt auch die Möglichkeit, selbst zu fliegen, inklusive Theorieeinweisung mit einem erfahrenen Piloten natürlich. So ein Schnupperflug stellt natürlich auch ein schönes Geschenk dar. Mehr auf aeroheli.de. Die Kosten liegen bei 18 Euro pro Flugminute für 3 Personen. Männer verteilen untereinander Macht. Frauen zeigen und geben sich untereinander eher Verständnis und Unterstützung. Dieses Phänomen wurde gerade in einer Studie veröffentlicht. Zeit, dass damit Schluss ist. Diese Frauen machen schon mal den Anfang auf der Bühne. In messerscharfen Dialogen, mitreißenden Songs und tollen Tanzeinlagen löst das Popkabarett dauerpräsente Klischees auf. Sie sind erfolgreich, sie sind erfahren, sie sind erstaunlich. Auf Krawall gebürstet. Die alten Mädchen. Am 17. April um 20 Uhr in der neuen Bühne Senftenberg. Bald steht ja auch der 1. Mai an. Und dieser Tag hat ja eine lange Tradition, unter anderem auch an diesem Theater hier an der neuen Bühne Senftenberg. Und dieses Jahr wird das auch wieder ganz groß gefeiert, der Tag der Arbeit. Wir zeigen euch jetzt noch weitere Veranstaltungen in diesem Monat. Schnell in der Kantine essen, auf dem Markt und im Reformhaus einkaufen, schnell nach 21 Uhr noch in den Rewe für den Mitternachtssnack. Das ist alles schön und gut. Wie das Gemüse und Co. aber dort in die Auslage gelangt, woher es kommt und welche Arbeit dahinter steckt, davon haben die wenigsten eine Ahnung. Bei dieser kulinarischen Tour mit 4 Stationen könnt ihr nicht nur Leckeres kosten, sondern erfahrt auch noch auf den Feldern, was die BauerInnen leisten. Am Ende der Wanderung erwartet euch ein schmackhaftes Feldbuffet im Gut Sacro in wunderschönem Ambiente. Treffpunkt ist 10 Uhr auf dem Gutshof am 22. April. Die Dauer beträgt 3 Stunden. 25 Euro kostet es für Erwachsene und Kinder bis 12 Jahre 13 Euro. Um Anmeldung wird gebeten. Musik besitzt die Kraft, Menschen zusammenzubringen und zu verbinden. Davon ist die Pfarrerin Claire überzeugt. Sie leitet einen Chor der Verständigung, in dem sich Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Herkunftsländern treffen, um gemeinsam zu singen. Ein gewalttätiger Anschlag sucht die Gruppe aber heim und lässt Claire als einzige Überlebende traumatisiert zurück. Sensibel und hoffnungsvoll beschäftigt sich die Theaterinszenierung Die Ereignisse mit den Auswirkungen von Terrorismus auf die Gesellschaft. Mit dabei ist der Konzertchor Senftenberg e.V. Der Aufführungsort ist auch spannend. Die Ereignisse spielt in der BTU in Senftenberg am 15., 19. und 26. April. Mehr Infos auf theater-senftenberg.de. Der Tourismusmagnet Senftenberger See feiert dieses Jahr das 50. Jubiläum. Eine tolle Möglichkeit, das richtig zu feiern und zu genießen, sind die Seenlandtage mit ihren zahlreichen, spannenden Ausflugszielen. Um nur 3 zu nennen. Es gibt eine Radtour in die ehemalige Bergarbeitergemeinde Knappenrode, eine Radtour mit dem Bergmann auf der liegenden 8 oder eine geführte Wanderung durch die Schwarze Grube, die Wolfsschlucht und den Märchenwald. Die Preise variieren zwischen 10 und 21 Euro für Erwachsene. Das sind wirklich ganz tolle, interessante Touren. Alle finden am 23. April statt. Die Seenlandtage. Das waren die Veranstaltungen für den April und Mai. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wo wir das nächste Mal sind. Bis dahin. Tschüss. Unsere Kino-News befassen sich in diesem Monat einmal mit dem gesamten Spektrum, was Film zu bieten hat. Von Action-Trash bis Superhelden-Comeback oder ein deutscher Klassiker, der nach über 30 Jahren seine Fortsetzung bekommt. Da sollte fast für jeden etwas dabei sein. Wow, war das ein fulminantes Osterfest. Um ehrlich zu sein, wir zeichnen das Ganze vor Ostern auf. Deswegen müssen wir jetzt 3 Varianten drehen, aus denen Sie sich dann diejenige aussuchen können, die stimmt.
War das ein tolles Wetter? Überall sind Menschen spazieren gegangen, die Rehe sind über die Wiese gesprungen und es roch überall so wunderbar nach Grillgut. Das Wetter hat uns ja in diesem Jahr leider im Stich gelassen. Nass, kalt, trüb, ungemütlich. Niemand ist vor die Tür gegangen, alle sind bloß drin geblieben. Nirgends roch es nach Grillgut. Wechselhaft, aber okay. Manchmal war sogar kurz die Sonne draußen und da konnten ein paar Leute schnell eine Runde spazieren gehen oder Rehe grillen oder... Wie dem auch sei, jedenfalls genau die richtige Zeit für einen der nun folgenden Filme. Mein Name ist Stefan Thomas, das wissen Sie, deswegen sind Sie hier. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Der Sommer wird ja bekanntlich als eher die ruhigere Jahreszeit für das Kino betrachtet. Natürlich wollen Sie nicht ins Kino gehen, wenn draußen das Wetter in den Garten ruft. Deswegen werden die großen Blockbuster auch zwischen Mai und September ausgesetzt und kommen eher in den kälteren Monaten ins Kino. Im Sommer ist dann Platz für Filme wie Sharknado, dieser Film, wo ein Tornado voller Haie über L.A. zieht und dann aus Hubschraubern wird dann dieser Tornado mit Haien bombardiert und dann... Glauben Sie nicht? Stimmt, es gibt nicht nur einen Teil, es gibt sechs. Mein Lieblingsteil, Sharknado Teil 3, oh hell no, als Untertitel tatsächlich. Naja, Cocaine Bear, der Film, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn brauchen, bis Sie ihn gesehen haben. Und selbst dann wird es noch ein bisschen schwierig. Triggerwarnung, nichts für Kinder. Notarzt! Oh Scheiße! Beth, wir sollten gehen. Kokain im Wert von mehreren Millionen Dollar fiel heute früh in Knoxville, Tennessee vom Himmel. Von dem Zeug gibt's mehr da draußen. Die haben's abgeworfen. Ich suche meine Tochter. Der Wald ist ein gefährlicher Ort. Hey Henry, zieh dir das rein. Da war irgendwas dran. Ein Hirsch vielleicht. Es ist viel Kokain verloren gegangen. Ich will, dass du es holst. Nein, 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 friss das nicht! Warten wir ab, was das für eine Wirkung auf ihn hat. Der Bär, der fickte Scheiße, er ist auf Koks. Ein Bär ist auf Koks. Da war ein Bär. Ein Bär? Voll abgefuckt. Hey, sowas sagt man nicht. Sie sind sicher. Bären können nicht auf Bäume klettern. Natürlich können sie das. Oh, Scheiße. Ich schätze, das ist wohl so eine Sache, die einen Mann für immer verfolgt. Ein Apex Predator. High auf Koks. Ein Wahnsinniger. Mann, du bist am Arsch. Was stimmt nicht mit diesem Bär? Schießen Sie! Beth, gib Gas! Kommst du? Komm. Wir haben solches Glück mit der Natur. Coole Musik, viel Geballer und ziemlich spezieller Humor. Das sind die Guardians of the Galaxy. Das Ganze ist so beliebt, dass Teil 3 sogar schon angekündigt wurde, einen Monat bevor Teil 2 im Kino war. Und trotzdem ist es im Marvel Cinematic Universe der längste Abstand zwischen Teil 1 und Teil 3 irgendeines Films, nämlich 8 Jahre und 10 Monate. Oder zwischen Teil 2 und Teil 3, nämlich genau 6 Jahre. Jetzt hat das Warten ein Ende. Guardians of the Galaxy, Volume 3. Also ist es so. Ich bin Star-Lord. Ich habe die Guardians gegründet. Hab ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben, aber kam dann zurück. Kam zurück und war echt scheiße. Oh, bitte. Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber...
Im Wesentlichen stimmt's. Meine heilige Mission ist es, eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Er wollte nie was besser machen. Er hat einfach nur gehasst, wie es war. Ihr sollt wissen, ich bin dankbar, an der Seite meiner Freunde zu kämpfen. Äschert sie ein. Wir haben immer nach einer Familie gesucht, bis wir uns gefunden haben. Seid ihr bereit für ein letztes Abenteuer? Wir werden gemeinsam fliegen in den unendlichen und wunderschönen Himmel. Wen auch immer du da geliebt haben willst, sie klingt mehr nach ihr. Sie? Total lächerlich. Ganz sicher nicht. Lass den Scheiß! Was denn? Wusste gar nicht, wie schwarz deine Augen sind. Sie wurden von meinem Vater ersetzt, um mich zu foltern. Er hat ein schönes Paar rausgesucht. Wem Cocaine Bear und Guardians of the Galaxy noch nicht irreal genug waren, für den haben wir jetzt was ganz was Feines. Das epische Finale, wobei... Wir haben eigentlich bei diesem Film jetzt was, was in der letzten Zeit wieder ziemlich häufig genutzt wird, nämlich ein zweiteiliges episches Finale. Also jetzt hier der erste Teil des epischen Finales. Fast X. Warum eigentlich nicht W? W ist doch Fast X. Ich weiß, dass dieser Weg sehr schwer war. Und doch seid ihr hier und habt diese großartige Familie erschaffen. Was geht in deinem Kopf vor? Etwas, das Little B gesagt hat. Er sagte, Dad, du hast vor gar nichts Angst. Aber das habe ich. Ich habe Angst, jemanden zu verlieren, den ich liebe. Dominic Toretto. Du wirst bald alles über Angst lernen. Boom! Du hast dir so ein wunderschönes Leben aufgebaut. Voller Liebe und Familie. Die Gelegenheit hatte ich nie. Die hast du mir gestohlen. Meine Zukunft. Meine Familie. Und jetzt werde ich deine zerstören. Stück für Stück. Er ist hinter dir her mit allem, was er hat. Wie ist der Plan da? Ich bin mir nicht mehr sicher. Einer von uns könnte das vielleicht nicht überleben. Aber wir müssen kämpfen. Akzeptiere niemals den Tod, wenn Leiden geschuldet wird. Das ist eine Falle. Er will uns auseinanderbringen. Beim Gewinnen ging es früher ums Gewinnen. Wir sind um Respekt gefahren. Heute fahre ich hin, um das Blutvergießen zu stoppen. Das ist das Problem, wenn man so eine große Familie hat. Wie wählst du aus, wen du rettest? Fahren wir ein Rennen! Ja.
du noch, wie man fährt? Was denkst du denn? It's Showtime. Los geht's! Ein Spiel auf gleichem Level. Ich komm dich holen, Sohn. Da kommen sie. Du wirst meine Familie nie zerstören. Guten Morgen, Sonnenschein. Du willst mich doch wohl verarschen. Was für ein Kino früher, oder? Ein Koksbär, explodierende goldene Lamborghinis und fluchende außerirdische Bäume. Cool. Naja, in jedem Fall wünsche ich Ihnen einen weiterhin so schönen, endlich mal sonnigen, hoffentlich konstanteren Frühling. Machen Sie es gut, passen Sie gut auf sich auf und seien Sie nett zueinander. Hallo, komm rein. Also keine Angst, hier ist jeder willkommen. Schließt mal die Augen bitte. Weil jetzt ist es sehr klug, unklug zu sein. Dieses Gefühl, plötzlich im Zentrum der Ereignisse zu stehen, ist merkwürdig berauschend. Um zum Berserker zu werden, zog sich der Krieger in eine Höhle in seinem Wald zurück. Dort fastete er 3 Tage lang. Sobald er geistig und körperlich bereit war, nahm er Fliegenpilzextrakt ein. Der Krieger wurde ohnmächtig. Dann wachte er schließlich auf. Erfüllt von einem überwältigenden Gefühl von Macht und Stärke, verließ er den Wald. Wie grollender Donner marschierte er den Berg hinunter, bis er schließlich das Haus seines Feindes erreichte. Er trat die Tür ein, er schwang seine Axt. Er wurde zum Berserker. Sie warten sicherlich genau wie alle anderen auf den lang ersehnten Sonnenschein, auf Plusgrade im zweistelligen Bereich, um endlich ihren Garten auf die Frühlingssommerzeit vorzubereiten. Mit Sicherheit ist es demnächst soweit. Und für die entsprechende Vorbereitung zeigen wir Ihnen heute noch einmal unseren Beitrag aus 2021. Da war es im April schon deutlich sonniger und wärmer. Ja, so ein Garten wär mein Paradies. Ein sonniges Hallo sage ich aus der Gartenanlage Heidegrund hier in Großregen. Ich schaue heute mal über die Zäune, ob denn schon osterlich geschmückt ist und ob das eine oder andere Beet schon bepflanzt ist. Ich nehme euch mit. Schon zu Beginn der Runde habe ich Glück und sehe einen Jungen, der mir ganz neugierig entgegenblickt. Hallo! Hallo! Na? Niklas, ich habe gerade gesehen, ihr habt es ja richtig schön hier in eurem Garten und sogar ein Kaninchengehege. Ja? Ja? Hast du hier zu Ostern auch Kaninchen drin? Ja, hier oben. Magst du uns die mal zeigen? Ja. Und sind das Kaninchen zu Ostern oder bleiben die auch nach Ostern noch bei euch? Die bleiben nach Ostern noch bei uns. Also ist das dein Haustier? Ja. Und da sind 2 drin? Ja. Eins für dich und eins für deinen Bruder? Na, eigentlich wollte ich beide haben. Ach so, okay, aber teilst du? Ja. Haben deine Eltern schon gepflanzt? Ja, gestern haben wir hier das Beet gemacht und die anderen müssen, glaube ich, auch gemacht werden. Ja, na, das geht ja auch jetzt erst los, richtig? Ja. Und dann dürfen wir noch mal in den Teich gucken.
Ihr habt ja auch Fische hier. Wir haben zwei große, der andere ist da, den sieht man kaum, weil das ist hier eigentlich unser größter. Was ist das für ein Fisch? Goldfisch. Niklas, danke schön, dass wir hier mal vorbeischauen durften. Ich wünsche dir noch einen sonnigen Nachmittag. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Ach, wie schön es wäre, wenn ich auch einen Garten hätte. Aber nun schauen wir einfach mal weiter. Der nächste Garten gehört zu Frau Winczek. Sie liebt ihren Garten über alles und verbringt sehr viel Zeit hier. Wir möchten mal in ihren Garten schauen. Dürfen wir? Mich interessiert ja mal, wann startet so eine Gartensaison eigentlich für Sie? Ich kann nur für mich reden. Für mich beginnt sie schon am 15. März. Da gehe ich schon das erste Mal raus. Wenn ich nur vorm Garten harke, aber ich habe schon was gemacht. Also Sie sind richtig mit Vollblut dabei? Ja, mein Garten ist mein Paradies. Möchte ich doch mal schauen, was wird denn hier so gepflanzt? So, hier kommen erstmal Tomaten her. Ja, eine ganze Reihe Tomaten. Ja. Hier möchte ich mal wieder probieren mit grünen Bohnen. Okay. Ich hatte in den letzten Jahren kein Glück. Dann mache ich da ein bisschen Kohlrabi und ein bisschen Salat. Ja. Und da wollte ich mal versuchen Spinat. Und wenn das alles gewachsen ist, ungefähr wann? Juli, August. Wunderbar, kann man darf ich im August zum Salatessen kommen? Können Sie kommen. Hier in der Gartenanlage ist es doch noch sehr ruhig. Dürfen wir reinkommen? Sie genießen aber gerade die Sonne und sehen jetzt noch nicht nach Gartenarbeit aus. Ist das richtig? Ich habe heute kein Gartenoutfit, weil ich im Moment noch nicht der Gartenarbeiter sein darf, weil ich eine ziemlich böse Schulter habe. Aber ich freue mich einfach schon so an der Sonne und erfreue mich an dem, was schon zu sehen ist. Es liegt noch sehr viel Arbeit gerade bei uns vor uns. Mein Mann hat schon ein bisschen was gemacht. Wir warten auf neuen Rasen, damit die Sommersaison losgehen kann für unseren Pool zum Aufstellen. Und ich warte halt auf alles, was hier so kommt. Etwas anders ist es, wenn der Garten direkt am Haus anliegt. Wir sind jetzt hier bei Familie Wacker auf dem Grundstück. Und vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Wann geht's denn hier zu Hause los? Eigentlich geht's ja hier los, so wie die Sonne das erste Mal so ein bisschen hochkommt. Aber ansonsten ist natürlich nicht allzu viel los. Da ruht der Garten sozusagen. Aber so wie die Sonne bitte kommt, da kommen ja auch gleich die ersten grünen Zacken und dann wird man schon unruhig. Und fängt dann an, ja, zumindest ein bisschen Ordnung zu machen, was der Winter so hinterlassen hat. Denn das bleibt nicht alles so, wie es ist. Oder wie was im Herbst verlassen hat. Naja, und dann geht's schon los, bitte mit Hacken und Teigen und sauber machen, damit auch die Grünspitzen auf mich zu wirken kommen ein bisschen. Kerstin, und Ihre Lieblingsplätze, was sind die in Ihrem eigenen Garten? Also in meinem Garten habe ich eigentlich mehrere Lieblingsplätze. Ein Lieblingsplatz ist unsere Terrasse, die wir eigentlich sehr maritim jetzt gestaltet haben, aber die ist noch ein bisschen im Winterschlaf. Der zweite Lieblingsplatz ist hier, wo wir uns gerade aufhalten. Das hat mein Mann erst im letzten Jahr geschaffen, dass man eine schöne Feuerstelle hat, wo man dann abends ein bisschen sitzen kann. Und der dritte Lieblingsplatz ist auch noch ein bisschen im Winterschlaf. Unser Pool mit der angrenzenden Terrasse, wo man dann auch ein bisschen entspannen kann nach dem Arbeitstag. Ja. Auch für uns ist es schön, wenn wir draußen arbeiten dürfen. Wir wünschen Ihnen jedenfalls auch viel Freude bei Ihrer Gartenarbeit. Genießen Sie die Osterfeiertage und einfach die herrliche Sommerzeit. Bis bald. Ciao. Und einen Tipp habe ich noch, was sich jeder Gärtner vielleicht als Faustregel merken kann. Wenn die Physizien blühen, werden die Rosen geschnitten. Also das im Winter erfrorene wird dann weggeschnitten bis ins gesunde Holz. Mein Garten ist mein Paradies. Leckerer, selbstgebackener Kuchen. Frische, köstliche Waffeln. Winterliche Eiskreationen und aromatische Kaffeespezialitäten. Wer in schöner, gemütlicher Atmosphäre genießen möchte, ist bei uns genau richtig. Gelato, Eiskaffee und Waffelhaus.
Dein Familiencafé im Schlossparkcenter in Senftenberg. Mit großem Spielzimmer und viel Platz für die ganze Familie. Einfach anrufen oder vorbeikommen. Gelato. Lecker geht immer. Mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz, das kann nur Glasfaser. Die innovative Lichtwellenleitertechnologie sorgt für nie dagewesene Bandbreite, um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Methoden mittels Kupferleitungen. Highspeed-Internet, Fernsehen in Full HD, Telefonie in höchster Sprachqualität, 4K-Streaming und das alles gleichzeitig in beliebig vielen Haushalten ohne Geschwindigkeitsverlust. Sie wollen weg von permanenten Geschwindigkeitseinbußen? Dann fragen Sie uns, Ihre LKG, die Glasfaser-Experten aus der Region. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laugstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Es gibt Künstler, die sind einfach besonders, die das gewisse Etwas besitzen, das sie von allen anderen abhebt. Fabian Wegerer ist so jemand. Seine warme Stimme beeindruckt groß und klein und sein Song »Mein Kopf feiert Frühling« lässt die Sonne in allen Herzen aufgehen. Viel Freude jetzt also beim Tanz beim Schwingen mit unserem Musikclip der Woche von Fabian Wegerer. Ich geh raus auf die Straße, es ist kalt, doch ich fühl kein Grau, nur noch Farbe, fest auf dem Boden, hab Profil. Geh den Weg wieder gerade, seh die Ziele wieder klar, schmeiß die Sorgen an die Wand. Mein Kopf feiert Frühling, ein Feuerwerk an Ideen. Schieß sie in den Himmel, kannst du sie sehen, sehen, sehen. Mein Kopf feiert Frühling, tausend zündende Ideen leuchten bunt am Horizont, kannst du sie sehen, sehen, sehen. Mein Kopf feiert Frühling. Mein Kopf feiert Frühling. Mein Kopf feiert. Sie sagen, es gibt keinen Zufall, doch ich lass ihn passieren. Seh die Zweifel zerbrechen, bin bereit, Neues zu probieren. Panoramablicke baden, tief im blauen Firmament. Lass mich endlich wieder treiben. Mein Kopf feiert Frühling, ein Feuerwerk an Ideen. Schieß sie in den Himmel, kannst du sie sehen, sehen, sehen. Mein Kopf feiert Frühling, tausend zündende Ideen leuchten bunt am Horizont, kannst du sie sehen, sehen, sehen. Mein Kopf feiert Frühling. Mein Kopf feiert Frühling. Keine ganze Haut mehr wegen Kälte, sondern nur noch wegen dir. Die Sonne, sie hat kurz geschlafen, doch jetzt ist sie wieder hier. Keine ganze Haut mehr wegen Kälte, hast mich aus dem Winterschlaf erweckt. Denn nach jeder noch so langen Eiszeit feiert der Sommer sein Comeback. Mein Kopf feiert Frühling, Frühling. Mein Kopf feiert Frühling, tausend zündende Ideen. Sag, kannst du sie sehen, kannst du sie sehen. Mein Kopf feiert Frühling, ein Feuerwerk an Ideen. Schieß sie in den Himmel, kannst du sie sehen, sehen, sehen. Mein Kopf feiert Frühling, tausend zündende Ideen leuchten bunt am Horizont, kannst du sie sehen, sehen, sehen. Mein Kopf feiert.
Das war unser Programm von Seenluft 24. Jetzt folgt für Sie noch unser Service-Teil mit den Kleinanzeigen und weiteren Infos. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Machen Sie es gut. Bis bald. Ihre Katja von Seenluft 24.